Ja, Hundehortrichter unterwegs. Ich lasse die Hunde hier auf diesem Weg in den Großraum übergehen. Die Verantwortung liegt eben hier auch bei den Hunden. Vorläufer Flinny und Noah sind angehalten, eben falls es zu einem Reiz kommt, also sprich, dass Menschen, Hunde, Rehe kommen, dass das angezeigt wird, der Gruppe mitgeteilt wird. Die kleine Rani, 10 Monate alt, schließt sich ganz stark dem Noah an. Bei ihr ist auch Australian Shepherd mit drin, das passt also. Der Noah zeigt ihr die Grenzen vorne, was sie zu tun hat. Und dementsprechend, ja, besser kann ich es auch nicht machen, wenn Noah das übernimmt. Die Ausbildung von Rani, die Erziehung, das Gruppenfeeling, gemeinschaftlich hier die Gruppenordnung aufrechtzuerhalten. Lina, kommst du bitte hier lang? Noah wieder kurz gewartet. Ja, man kennt den Weg. Noah verlangsamt seinen Schritt. Schaut gleich, jetzt schaut er. Kommt der Kontaktblick etwas verdeckt durch den Ast. Wann kommt die Gruppe, fragt er. Ne, und da gehe ich ja jetzt nicht hin und sage, steh, bleib und lobe oder trainiere. Warum denn? Das ist ein ganz natürliches Verhalten in einer Menschengruppe und in einer Hundegruppe, dass man aufeinander achtet und wartet. Die Anforderung ist beidseitig. Mensch an den Hund und Hund an den Mensch. Es geht hier nicht um Gehorsamsverhalten. Nee, darunter gehen wir jetzt nicht. Rani, kannst wieder raufkommen. Ivy, hier gehen wir manchmal runter. Der Noah fragt nochmal, Kontaktblick. Wir gehen geradeaus, Noah, geradeaus. Alles klar. Jetzt schaut er nochmals nach, ob die gesamte Gruppe aufschließt. Praktikantin Julia ist mit dabei. Der Mattes muss noch an der Leine bleiben, im Leinenbereich. Er kann noch nicht so gut mit dem Großraum umgehen. Aber die Gruppe arbeitet daran, dass er auch eines Tages sich in einem Großraum bewegen kann und dementsprechend auch für alle mitarbeitet. Hier wieder der Gruppenaufschluss. Die Schrittgeschwindigkeit ist ganz wichtig beim Gruppenfeeling, dass der Mensch das fühlt, der Hund, dass man sich da zusammenschließt und auch zusammenschließen kann. Lina wartet. Lina, stopp! Bietet die Führung an mit Leitrüden Rudi. Rudi, wartest du bitte? Leithündin, Leitrüde vorne, die kleine Hündin Rani dahinter und eben auch der Rest der Gruppe. Flinny, der Flinny geht ab und zu jetzt hier rein. Flinn, kannst du bitte da rauskommen? Das finde ich irgendwie doof. Ist zwar nicht schlimm, aber passt irgendwie nicht. So, stopp mal. Noah wartet. Und dann ziehen wir gleich weiter.